Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Destiny 2. Auch heute werden wir wieder einen Strike unter die Lupe nehmen. Mal schauen, welchen Strike wir heute angeboten bekommen. Der Hoffnung, dass es nicht wieder der gleiche ist wie beim letzten Mal. Aber die Chance ist relativ hoch, dass wir einen neuen Strike bekommen. Es sieht vom Planeten her schon mal recht gut aus. Das Pyramidon! Ein neuer Strike. Cool, den kennen wir noch nicht. Oder den kenne ich noch nicht. Brachion, der Genesis-Geist, bestimmt das Konvertierungsprotokoll hier auf Io. Du musst tief ins Pyramidion vordringen, um ihn zu finden. Und wenn du ihn zerstörst, reiß ihm den Arm ab. Gleiches mit Gleichem. Ich habe Grund zur Annahme, dass es im Pyramidion Besessene gibt. Sei wachsam, wenn du da drin bist. Besessene, okay. Kennen wir noch. Es gibt gar nicht mehr diese Strike-Zusammenfassung, wer die meisten Kills gemacht hat und so. Zumindest ist mir das beim letzten Strike nicht aufgefallen. Das ist da so eine, wie oft gestorben ist und wer wie oft wen wiederbelebt hat und so weiter. Wobei es im Prinzip eigentlich auch uninteressant ist, fand ich immer. So ein Penismeter nochmal einzublenden am Ende ist eigentlich überflüssig. Alter. Ja, ganz schön aggressiv hier, die Vex. So kennen wir sie. Ah, direkt mal neue Handschuhe bekommen. Schlecht. So, was muss ich tun? Hier drin stehen und das aktivieren, oder? Vex-Technologie mal wieder. Keiner versteht diesen Shit, aber irgendwie kriegen wir es dann doch immer ans Laufen. Laser! Boah, die HP, die... Boah, die hält aber einiges aus. Oder es ist komplett die falsche Waffe. Schwere Munition! Was? Weichst du mir aus? Ikora Escher, wir haben einen Eingang gefunden. Sieht ja aus wie die gläserne Kammer hier. Wir können sonst nicht herausfinden, guck, ob er. Du noch kämpfst oder diese Realität 10 Punkte in der B-Note für den nicen Salto. Es ist absolut möglich, Salto, dass die Vex unsere Interaktionen mit dir in diesem Moment simulieren. Bleibe trotzdem lieber zu Fuß. Er scheint aber die Instanz zu kennen, wenn er schon so vorprescht mit einem Gleiter. Mutig jetzt einfach mal. So, das sieht doch schon sehr nach Besessenen aus hier. Er rennt einfach durch. Sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Das ist der erste Tag hier in Destiny 2, wo ich Strikes spiele. Der dritte Tag insgesamt, seit das Spiel draußen ist. Und schon fangen die Leute an, durch die Strikes durchzulaufen und genießen es gar nicht. Das habe ich im ersten Teil immer schon gehasst, wenn man so gezwungen wurde dazu, den Strike gar nicht mal richtig auszuspielen. Nachher verstehe ich das, wenn man wirklich zum 100. Mal da drin ist, dass man das nicht wieder sich immer wieder... Ja, wo man es schon 100 Mal gesehen hat, dass man sich das nicht immer wieder antut, jeden Gegner zu töten. Verstehe ich, aber... Jetzt ist noch alles neu für uns. Da verstehe ich es ehrlich gesagt nicht so. Er hat auch einer vorbestellt, hat auch einer die Kaltherz. Das ist hier die exotische Waffe, die ich hier gerade benutze, mit dem Laser. Oh, 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 oh. Ui, 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 damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die überwachen die Resonanzfrequenzen des Pyramidion. Dachte... Oh, da komme ich nicht dran, sorry. Gehört.
Sterbt, ihr hässlichen Wecks. Ah, meine Waffen gefallen mir. Der Typ schon wieder gestorben? Alter, da kommen wir nicht hin, wo du ständig stirbst. Fuck, jetzt hab ich den Kopf abgeschossen, dann rasten die immer komplett aus, die Goblins. Boah, Kaltherz, geht mal richtig ab, das Ding. Uiuiui. Loot! Nee, doch kein Loot. Ist eine Sphäre. Boah, ein Arcus. Nee, ist gar, das ist gar kein Arcus, ne? Das, ist das ein Arcus Warlock, oder? Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Den habe ich selber noch nicht freigespielt, den Arcus Warlock. Bin ich gerade noch bei. Meine letzte Einstimmung. Da, wir sind wieder zu dritt. Nice. Wird das Warp-Tor. Finder! Einfach mal durchspringen. Okay, das ist ja wie bei Cube hier. Ich würde gerade sagen, da kannst du bestimmt... Wow! Alter, das war aber knapp. Ach komm, der wird gleich eh wieder belebt. Finde ich aber ganz lustig hier. Wir haben nie gesehen, wie ein Vex entsteht. Sie werden nicht geboren. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht werden Gott, das war knapp. Und mein Arm. Fuck it, ey. Die Automatikknarre hier, die geht echt gut ab. Oh Gott. Oh nein, die Hydra. Ich hasse Hydras. Wartet mal, ich spring mal da hoch. Oh Gott. Spring mal wieder runter. Warte mal, meine Super ist doch ready. Oh, Super Action! Stirb! Wo ist die Hydra hin oder ist die schon tot? Hat einer die Hydra schon platt gemacht, kann das sein? Da ist sie wieder. Oder eine. Okay, die geht ja voll schnell down. Escher überprüft Daten an deinem Standpunkt. Ich glaube, er hat mindestens 12-mal unmöglich gesagt. Hier. Ich schalte ihn zu. Unmöglich. Oh, ist wieder Laser-Action. Hui. Nein, das ist unmöglich. Hä? War hier nicht gerade noch ein Strahl? Warum? Was könnte denn eine solche Diskrepanz hervorrufen? Oh, 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 oh. Ah, jetzt wird er da hinten wieder belebt. Besessene! Stirb! Damn, ins Gesicht! Wenn boah, das ist ja mega Laser mit hier. Wenn deine Daten vergleichbar ist, dann solltest du dich in einer riesigen Wüste aus winzigen, ouch, würfelförmigen Kristallen befinden. Kletter den Sierpinski-Teppich geradeaus hoch und dann durch die Ventilinsel. Brachion ist nicht mehr weit weg. Verstanden. Glaubst du, Escher will uns mit diesem Wissenschaftsmumpitz veräppeln? Tschüss.
besessener Hobo-Goblin. Ah, die Waffe, ich liebe sie. Ist einfach richtig gut. Aua! Es zittert alles so, man trifft kaum was. Was? Wie ist es denn hier? Wie sind die alle immun jetzt? Ich verarsche? Alle immun jetzt. Hä? Cool, ich hab da Vogel-Token bekommen, für was auch immer. Ah, ich glaube, ich habe irgendeine Aufgabe abgeschlossen. So und so viele Kills in einem Team machen, hatte ich, glaube ich, noch eine Mission. In einem Einsatztrupp. Irgendwie 100 Gegner töten oder so. Alter, ich bekomme überhaupt keine Munition mehr für meine Primärwaffe. Was ist denn da los? Muss ich machen. Reinhacken. Kommt irgendwie was? Du solltest jetzt am Ufer eines undurchdringlichen Radiolaria-Sees ankommen. Oh, keine Grube? Welche Grube? Da ist keine Grube im Pyramidion. Ich meine, ja, ich Dummerchen. Da ist der See. Oh oh, wir werden durch irgendeine mysteriöse Macht gebremst. Dass du den syntoneuralen Terminus im Zentrum des Sees erreicht hast. Whatever. Vielleicht ist das eine Metapher. Rufe den Genesis-Geist herbei. Zerstöre ihn. Er soll leiden. Okay, ich gehe schon mal in Deckung. Das ist keine Metapher. Immun, nice. Okay, ich versuche ihn mal mit schweren Waffen. Okay, er hat sich einfach wegteleportiert. Da hinten ist er! Das Schwein! Was ist das? Ich habe eine Schutzwand aufgebaut, wo man nicht durchschießen kann. Die Sau. Hilfe, ich stehe mitten im Spawn. Nicht gut. Ah, ich muss hier diese Plattform aktivieren, um die Barriere runterzufahren, scheinbar. Triffst mich nicht. Don't touch me. Did it. Boah, stirb! Jetzt ist er da hinten, er macht wieder genau das gleiche, baut seinen Schutzwall auf und wir müssen hier in diese Kreise gehen, um den Schutzwall quasi niederzuringen. Loot! Wir müssen darüber. Da ist der nächste Kreis. Oh, ist die Sau. Teleportiert sich direkt wieder weg. Aktion. Das ist ja voll der geile Cheat. Third-Person-Cheat, wenn man dieses Schwert dabei hat. Bestimmt auch gut den PvP benutzen. Alter. Auf mit deinem Laser auf mich zu schießen. Erstmal die ganzen Ads beseitigen, zumindest ein paar davon.
bevor das Ganze hier komplett ausrastet. Er rastet komplett aus. Okay. Er hat einfach meine Deckung weggeschossen. Oh. Leben die beiden noch? Ja. Zwei leben noch. Nein, es lebt nur noch einer. Das sieht nicht gut aus. Bleib beim Leben, Junge. Bleib beim Leben. 10 Sekunden noch, dann bin ich wieder da. Vier Sekunden noch. 3, 2, 1. Alter, meine Deckung! Er zaubert einfach die Deckung weg, die Sau. Jawohl, nice. Wir haben ihn besiegt. War knapp. Das war echt knapp. Nicht damit gerechnet, dass die Deckung auf einmal verschwindet. Noch die Minute. Ich habe einen Ehrenplatz. Toll, zwei Helme bekommen. Und wenn er zerstört wurde, bring mir auch seine Asche. Eine Urne dafür habe ich bereits. Zwei Helme und jede Menge. Die habe ich schon. Behalt die Helme aber trotzdem mal, den besten davon zumindest. Falls ich irgendwann mal die andere Rüstung anlege, ist es immer gut. Wenn ich nämlich die Rüstung anlegen will, brauche ich halt oben halt ein blaues Item, damit ich tauschen kann. Alles, was nicht mehr Level 18 ist, wird zerstört. Das ist nicht Level 18 und blau ist. Ich korrigiere mich. Ach doch, es gibt das Penismeter noch. Mir noch nicht aufgefallen, weil ich das letzte Mal nicht zugeguckt habe, sondern schon im Orbit war. So, ich habe eine Mission abgeschlossen. Wir haben den zweiten Strike beendet. Genau, kehre zu Zavala zurück, um deine Belohnung abzuholen. Das mache ich doch direkt. Zavala finden wir hier auf dem Reisenden. 209 Powerpunkte habe ich inzwischen. Stark verstärkert? Verstärkert? Verstärkt, so. Also sehr verstärkt habe ich mich nicht, seitdem ich jetzt hier die Strikes mache. Also in den ersten beiden Strikes nicht wirklich Items bekommen, die sich lohnen. Weil es auch noch nicht der schwere Strike ist, sondern nur der normale. Ich habe ja im alten Destiny auch immer einen normalen Strike und dann nochmal einen, wie hieß denn der, heroisch? Einen heroischen Modus? Ich weiß es nicht mehr genau. Und da gab es ja diesen Daily Strike. Den gibt es glaube ich auch noch gar nicht. Ich habe zumindest noch nichts davon gehört. Oder das bekomme ich jetzt erst freigeschaltet, nachdem ich die ersten beiden Strikes gemacht habe. Und dann gab es ja noch den Dämmerungsstrike. Den gibt es definitiv noch nicht. Der erscheint erst noch. Was gab es denn noch? Gab es nur den Daily Strike und den Dämmerungsstrike? Und dann gab es noch zwei verschiedene Strike-Schwierigkeitsgrade. Halt den normalen Schwierigkeitsgrad und den, der dann für die ganzen High Level war, der aber auch nachher sehr einfach war, wenn man das Equipment dazu hatte. Ich meine, dann so blau-lila equipbar war eigentlich dieser High Level Strike schon easy. Was für ein Ladescreen, ey, unnormal. Also Ladezeiten in Destiny sind ein bisschen besser als im ersten Teil, aber naja gut, man muss nicht mehr in den Orbit zwingend. Wenn du auflevelst, erhältst du Glanzengramme. Sie enthalten Gegenstände, mit denen du deinen Charakter gestalten kannst. Tess Everest kann sie dekodieren. Ah, okay. Das heißt, für jedes Level-Up, das ist dieser Balken, den ich unten trotzdem noch bekomme, den man hier oben auch sieht, hier, obwohl ich ja schon Level 20 bin, erhalte ich Glanzengramme. Da haben wir aber hier keins bekommen. Ach nee, Glanzstaub. Okay. Willkommen und zum neuen das ist ja hier der Währungshändler. Schön, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgezeichnet hatte, als ich hier bei ihr war. Denn hier kann man für echt Geld Silber kaufen. Und das finde ich mächtig scheiße. Aber scheinbar kriegt man zumindest auf umständliche Art und Weise, nämlich durchs Leveln.
obwohl es geht ja eigentlich relativ schnell, ein, zwei Strikes waren jetzt ein Level, bekommt man halt diese Engramme auch. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast, Hüter. So. Wir wollen aber mit Zavala sprechen, der hat bestimmt auch noch was Nettes für uns. Ich hoffe, was Lilanes. Schön, dich wiederzusehen, Hüter. Dein Einsatztrupp kann sich sehen lassen. Diesen also, auch nur Level 16. Punkt. Mein Gott, das ist so schwach. Jeweils zwischen einem Automatikgewehr, einem Impulsgewehr und einem Scoutgewehr. Scoutgewehr hat komischerweise den meisten Schaden. Automatikgewehr hat aber auch nicht so die hohe Stabilität. Dann ist es auch nicht meine Art von... Das Rückstoßverhalten ist vertikaler. Vertikal ist ja so. Das ist ja scheiße, wenn es so noch stärker streut. Kills mit dieser Waffe verursachen temporär erhöhten Schaden, dreimal stapelbar. Dann bewege dich mit dieser Waffe schneller. Wenn man nach einem Kill nachlädt, verursacht man erhöhten Schaden. Das ist natürlich nicht schlecht. Und dann hat man hier, das Rückstoßverhalten ist vertikaler. Das ist eigentlich schlecht. Projektile schaffen bei Einschlag eine Wirkungsbereich-Explosion. Das klingt sehr gut. Deswegen werde ich hier die Mitternacht ohne Namen nehmen. Und ich kann bei ihm noch Vorhut-Token abgeben. 10 Stück. Ah, okay. Da erhöht man dann seinen Ruf bei ihm. Und dann bekommt man auch wieder ein Engramm. Schade, die Belohnung war jetzt nicht ganz so gut, wie ich erhofft habe. Ja, eine Waffe bekommen ist nicht schlecht. Werde ich auch direkt mal ausrüsten. Waffen sind edel, wenn der Grund ihrer Nutzung der Gerechtigkeit. Kann ich die schon modden direkt? Erhöht Stabilität leicht, erhöht Nachladetempo deutlich. Stabilität deutlich, verringert Reichweite leicht. Dann werde ich auf jeden Fall das nehmen, glaube ich. Ich habe mit den Jahren gelernt, zuzuhören, wenn ein Warlock spricht. Und Nachladetempo ist auch geil. Muss ich mal gucken. Muss ich mal beides ausprobieren. Dann haben wir hier, erhöht Reichweite leicht, Waffenbereitschaftstempo erhöht. Erhöht Reichweite, erhöht Waffenbereitschaftstempo. Hier die Handhabung sinkt dafür. Und dann haben wir hier, erhöht Reichweite leicht, verringert Waffenbereitschaftstempo leicht. Okay. Da, das hier eigentlich besser mit wir der Reichweite. Die Dinge verändern. Ich so. Weiß es. Ich kann immer noch nicht, weil ich diese legendären Bruchstücke nicht habe, immer noch nicht meine Waffen upgraden. So, dann haben wir hier diverse Shader. Ah, die Shader sind schon. Das ist schon. Schon nett. Muss man sagen. Hier, der Shader sieht zum Beispiel richtig geil aus. Arktisperle. Spare ich mir auf jeden Fall auf. Weil die Shader sich leider verbrauchen. Das ist unten in der Stadt ein Vermögen wert. Sei vorsichtig. So, und Mods habe ich scheinbar keine anderen. Für die Waffen. Ich habe aber Rüstungsmods. Die Mauer. Mich mal schauen. Ich kann doch hier die Rüstung modden, oder? Ja. Klassenfähigkeit laden schneller auf, wenn du einen Solarfokus einsetzt. Da hätte ich hier zum Beispiel verbessert die Waffenhandhabung für ausgerüstete Energiewaffe. Okay. Ah doch, das hat doch einen Effekt. Fällt mir aber so ganz gut. Ja, legendäre Bruchstücke. Die sind noch so ein kleiner Kasus Knacktus. Dafür muss ich halt legendäre und exotische Objekte zerlegen, aber die habe ich natürlich jetzt zu Anfang noch nicht so richtig. Ich könnte mal eine Waffe zerlegen, die ich vielleicht nicht brauche. Sei vorsichtig. Aber ich habe halt noch nicht viele gute Waffen. Ich weiß nicht, ob ich einfach irgendwas zerlegen soll. Maschinenpistole ist eigentlich eh kacke, die werde ich wahrscheinlich nie spielen. Komm, die zerlege ich mal. So, Waffenmeistermaterialien. Du hast legendäre Bruchstücke, damit kannst du bestimmte Gegenstände verbessern und bei einigen Händlern spezielle Dinge kaufen. Okay, 3 legendäre Bruchstücke gab das jetzt. Zerlege hochwertige Ausrüstung, um legendäre Bruchstücke zu erhalten. Je höher dein Level, desto mehr bekommst du. Je höher dein Level, okay. Das ist komisch. Ich hätte jetzt eher gedacht, je höher das Level der Waffe, die man zerlegt. Okay, man braucht aber 4 legendäre Bruchstücke, um was aufzurüsten. Gut, wenn ich jetzt hier nicht neue Daily-Missionen habe, werde ich wahrscheinlich mich jetzt wieder an einen Strike einreihen und mich von euch erstmal verabschieden, liebe Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Silent.